So ist es spät geworden, aber ich habe euch ja heute noch die Fortsetzung meines Videos von gestern versprochen. Ich wollte ein bisschen näher auf die Galaktose eingehen, denn die hat auf jeden Fall ein eigenes Video verdient. Ja, Freitag ist leider mein Großkampftag. Da wird es immer etwas später, bis ich zur Ruhe komme. Meine Töchter machen Leistungssport, Kunstturnen und die haben jetzt gerade 3 Stunden trainiert. Die machen jetzt aber immer noch unten Halligalli. Also wenn ihr auch solche Kinder habt, nehmt es nicht dramatisch. Seht immer die 2 Seiten der Medaille. Also wenn Kinder das Duracell-Gen offensichtlich geerbt haben, das heißt intakte Mitochondrien, ist das natürlich ein gutes Zeichen, denn Mitochondrien werden so weitestgehend immer maternal vererbt. Und das sagt euch als Mama, ihr habt in dem Fall gute Gene weitergegeben. Als Papa sagt euch das, ihr habt in dem Fall da evolutionstechnisch eine gute Wahl getroffen. So, jetzt zurück zum wesentlichen Punkt. Die Galaktose ist ein Einfachzucker und tatsächlich, man höre und staune, ein gesunder Zucker. Genau deswegen hört man davon wahrscheinlich auch so gut wie gar nichts. Der Körper kann an die 2 Gramm Galaktose selber produzieren. Im Alter lässt diese Fähigkeit etwas nach. Also gerade dann, wenn man Arg-Toxin belastet ist. Es ist enthalten in der Muttermilch, also auch da, wenn man stillt, tut man schon mal was Wesentliches für die Entwicklung des neuen Lebewesens. Es ist ansonsten auch in anderen Milchsorten und Molke enthalten. Also es wird nicht über Insulin verstoffwechselt, das heißt, es ist ein guter Tipp für Diabetiker. Früher hat man ja Diabetiker noch Fructose empfohlen, die ja nicht insulinogen verstoffwechselt wird. Ich weiß nicht, ob man es nicht wusste oder ob es Absicht war. Damit macht man natürlich das Ganze noch schlimmer, wie dem auch sei. Also wenn ihr eine Insulinresistenz habt oder Diabetiker seid, bestellt euch doch einfach mal Galaktose. Ansonsten, gestern hatte ich ja schon erwähnt, die Galaktose entgiftet Ammoniak, also ganz, ganz wichtig für jeden, der eine nicht so gute Darmflora hat und da einfach mal viel Ammoniak entsteht während der Verdauung. Für Sportler, die ja sowieso einfach aufgrund des oft höheren Eiweißkonsums da sowieso mehr Ammoniak produzieren. Also somit könnt ihr so ein bisschen das Whey-Protein ausgleichen. Das war das Thema von gestern. Ansonsten ummantelt die Galaktose Körperzellen, ja, gewährleistet die Kommunikation von Zelle zu Zelle, von Zelle zu Organ. Das reguliert diese elektrische Informationsleitung zwischen den Zellen und das tut es eben nicht nur zwischen den, ich nenne es mal, ordinären Körperzellen, sondern vor allem auch im Gehirn. Und da sind wir jetzt beim wesentlichen Punkt. Also man hat festgestellt, dass Galaktose ganz viel bringt in der Behandlung von Demenzkranken. Denn gerade die, die sind oft sehr schwermetallbelastet und das wiederum blockiert ja die Eigensynthese von Galaktose. Also in diesem Sinne, ich würde einen Demenzkranken immer mit Galaktosebehandlung und eine Chelatausleitung machen und mal gucken, was dann passiert. ist natürlich eine Herangehensweise, die so sicher nicht in den medizinischen Leitlinien irgendwo steht, aber man kann ja auch mal andere Wege gehen. Und ja, backt einfach euren Kuchen mal mit Galaktose. Ist nicht ganz so günstig, ja, aber dann esst er den Kuchen wenigstens mit Verstand. So, wie immer, wer noch Fragen hat, schreibt bitte in die Kommentare. Wer größere Fragen hat, der schreibt mir bitte eine E-Mail. Und genau, gebt gerne auch mal Feedback über eure Erfahrungen mit Galaktose.